Ich habe gerade eben einen FTP-Server aufgesetzt und den wollen wir jetzt mal ansprechen. Wir befinden uns hier auf einem Windows-Client. Den Server habe ich auf einem anderen Rechner aufgesetzt, auf einem Server 2008. Und über das Problem, über das wir gleich stolpern werden, hatte mir seinerzeit wirklich mal kurz Kopfschmerzen bereitet. Allerdings konnte ich es mit Wireshark eingrenzen und dann entsprechend auch lösen. Gut, legen wir los direkt mit unserem... Wireshark Mitschnitt und dann probieren wir mal auf den FTP-Server zuzugreifen. Machen wir hier eine Verbindung auf. Das ist FTP, FTP, FTP Slash Slash 10.0.0.99. Da ist es schon. Und warten. Ja, dauert schon ein bisschen lange. Und das deutet eigentlich darauf hin, dass hier nichts passiert und ich habe hier keinen Zugriff. Schauen wir mal, was der Wireshark mitgeschnitten hat. Setzen wir den FTP-Filter und was wir hier sehen, ist aus Sicht des Clients schon mal sehr wichtig. Und zwar, ich kann hier ganz offensichtlich eine Verbindung zum FTP-Server aufbauen. Das bedeutet, es liegt nicht an meinem Netzwerk, es liegt nicht am nächsten Router, sondern ich komme wirklich zum Server hin und der FTP-Dienst, der antwortet auch. Dann. Melde ich mich hier als Anonymous an und tatsächlich, ich sehe auch hier, wir haben hier kein Zugriffsproblem im Sinne von Berechtigungen. Hier ist der anonyme Zugriff erlaubt. Das sehe ich hier direkt im Bioshark. Zum Beispiel die Meldung, die im Windows Explorer gerade kam, die ist dann schon ein bisschen irreführend. Man könnte denken, oh, vielleicht. Habe ich hier ein Berechtigungsproblem? Nee, ist nicht so, sondern ich kann mich anonym anmelden. Tue ich dann auch mit User Add und er lässt mich auch rein. Also ich bin hier wirklich schon auf dem FTP-Server drauf. Dann geht es hier weiter. Dann setze ich noch den Befehl für das Arbeitsverzeichnis ab und ja, hier macht jetzt gerade der FTP-Server zu und hier am Ende sehe ich, dass ich den Passive Mode anfordere und dass der Server dann zumindest sagt, er geht in den Passive Mode. So, und genau bis hierhin kann ich mit dem Wireshark analysieren. Selbstverständlich ist es jetzt nicht so, dass mir der Wireshark sagt, warum ganz konkret und warum ich jetzt nicht in den FTP Server Reinkomme, aber ich bin doch schon mal ein ganzes Stück weiter, nämlich ich weiß, es liegt nicht an der Netzwerkverbindung von meinem Client zum Server, es liegt nicht an der Authentifizierung und es liegt nicht daran, dass der Dienst nicht läuft, sonst könnte ich ihn hier nicht ansprechen. Außerdem bekomme ich hier ganz konkrete Rückmeldungen und mit genau diesen Rückmeldungen geht man jetzt auf die Suche. Die einzelnen Kommandos sind ja hier in Klartext. Das heißt, ich kann hier wirklich genau nach dem suchen. Und wenn Sie das machen, dann fallen Sie auch direkt auf der Technet-Seite drauf, wo das FTP-Team dann die Lösung bereitstellt. Man lernt eben sehr viel über aktives FTP, über passives FTP und wo die Unterschiede liegen. In diesem Fall ist es dann so dass die Firewall noch nicht zu Ende konfiguriert ist. Und das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz auf dem Server an und schauen, dass wir es abstellen. Gut, ich bin jetzt hier auf meinem Server 2008 und nach der Installation des FTP-Servers gibt es hier auch schon eine FTP-Regel. Das ist das Seltsame hier dran. Deswegen vermutet man auch nicht zuerst die Firewall, aber es gibt zwei Kommandos, die man zusätzlich eingeben muss und erst dann funktioniert der FTP-Server Passivmodus korrekt und zwar sind das diese beiden Befehle hier einmal setze ich eine Port 21-Regel und dann pimpe ich die Firewall noch ein bisschen auf und sage, dass eben das Stateful FTP für die dynamischen Ports hier angeschaltet werden in der Firewall und dann sollte es auch funktionieren machen wir jetzt hier mal kurz sagen einfügen wunderbar starten wir die FTP-Website einmal durch und dann gucken wir noch mal auf den Client, ob es jetzt vielleicht klappt machen wir einmal einen Neustart und dann wechseln wir wieder zurück zum Client. Da sind wir wieder auf dem Client, dann gucken wir mal, ob die Verbindung jetzt funktioniert und tatsächlich Rukizuki der Mitschnitt hier unten, der läuft im Augenblick noch. Und jetzt gucken wir mal, nach dem Passive-Mode kommt dann A das Listkommando und dann wird das Verzeichnis übertragen und der Transfer ist komplett. Wir nutzen Wireshark also wirklich, um den Fehler einzugrenzen. Wir interpretieren die Protokolle, die dort drin stehen und können dann ganz gezielt auf Fehlersuche gehen.